Willkommen bei Segebob. Ich wurde vor einiger Zeit gefragt, ob ich nicht mal meine Pkw-Anhänger zeigen kann. Ja, das mache ich sehr gerne und das passt auch sehr gut, weil alleine der Pkw-Anhänger hier vor 2 Tagen durch die Hauptuntersuchung gekommen ist, ohne jegliche Mängel. Und da fange ich am besten mal bei dem kleineren Anhänger an. Der Anhänger hier stammt vom Hersteller TPV und den habe ich vor 3 Jahren in einem Baumarkt gekauft. Ja, es gibt ja einige Baumärkte, die verkaufen auch solche Anhänger und es handelt sich hierbei um einen offenen Kasten. Und der hat ein Gesamtgewicht von 57 Kilogramm, jetzt muss ich mal kurz schauen, und eine Nutzlast von 635 Kilogramm. Dazu eine Stützlast von 50 Kilogramm. Der Stecker hier ist 13-polig und das hier ist ein Anhänger ohne Stützrad. Mit Stützrad könnte es auch etwas teurer sein. Und ich habe damals für den Hänger, muss mal kurz schauen, 449 Euro bezahlt. Das war so ein Angebot. Der ist natürlich jetzt deutlich teurer und ich habe da mal auch nachgeschaut. Derzeit liegt der Hänger so je nach Baumarkt bei 600 bis 649 Euro. Natürlich unverbindlich. Hier hinten befindet sich die Anhängerklappe. Die lässt sich problemlos öffnen. Auf der anderen Seite habe ich schon gemacht. Und dann könnte dieser aufklappen. Die lässt sich sogar rausnehmen. Sehr einfach, ohne was zu schrauben. Es dauert zwar eine Weile, bis es locker ist, denn so oft habe ich es auch nicht draußen. Und schon habt ihr die Klappe entfernt. Und die lässt sich auch genauso einfach wieder anbringen, indem man sie dann reinschiebt. Hier habt ihr den Beweis, eine niegelnagelneue Plakette, vor 2 Tagen erhalten. Ja, hier sieht dann Aufkleber gerade von Gartenbob. Ich überlege mal noch von Segebob noch einen mit drauf zu machen. Und was ihr auch noch erkennen könnt, ist hier, dass der Anhänger die 100er Zulassung hat. Somit darf ich auf Autostraßen und auch auf Autobahnen die 100 fahren und auf Landstraßen ist ja weiterhin die 80. Das muss man unbedingt wissen, wenn ihr auch eine 100er Zulassung habt, auf Landstraßen immer nur die 80. Ein paar kleine Gebrauchsspuren hat der Hänger, aber das darf er ruhig haben, denn ich transportiere da inzwischen viel Holz mit. Und ihr seht, man kann hier ein Netz dran befestigen, an den Halterungen. Was der Anhänger allerdings nicht hat, sind solche Ösen, wo man die Gurte dran machen kann. Bisher muss ich die Gurte immer hier unten befestigen und da ist eine Überlegung, hier auch Ösen dran zu machen. Ich zeige euch mal solche. So sehen die Ösen aus und da werden dann die Gurte eingehakt. Na gut, die hier muss ich auch mal wieder befestigen, aber diese sind deutlich praktischer, kann ich sehr empfehlen. Was ich mir noch überlege, ist außerdem nochmal einen zusätzlichen Kasten zu holen, der dann einfach hier oben drauf gesetzt wird. Passende Löcher dafür sind ja vorhanden. Wenn ich mich nicht täusche, ist hier eine sogenannte Siebdruckplatte verbaut. Kann auch anders heißen, aber die ist stabil. Da kann ich mich bisher nicht beschweren. Ja, auch hier ein paar Kratzer, aber der hat schon viel transportiert. Meine Erfahrungen sind bisher durchweg positiv. Ich kann mich bisher nicht beschweren. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass der Anhänger sehr leicht ist. Er lässt sich auch per Hand einfach rangieren. Und dieses leichte Gewicht macht sich auch beim Fahren bemerkbar. Also da ist schon ein großer Unterschied zu gegenüber den Anhängern, die vielleicht zweiachsig sind oder sogar aus Holz. Natürlich haben diese Anhänger dann auch wiederum ihre Vorteile. Ja, dieser Anhänger hier ist Aluminium verzinkt, das macht ihn dann so leicht. Und ich bin der Meinung, dass solch ein Anhängertyp für den privaten Haus- und Gartenbereich mehr als ausreichend ist. Ja, ihr könnt damit Möbel transportieren, Sand, ja, oder auch wie ich immer mal Holz. Schafft er alles problemlos. Ihr seht hier die Deichsel, das Kabel ist an solchen Metallclips befestigt. Hier habt ihr das Anhängerschloss, ja, das Kabel könnte man auch hier oben dann reinsetzen. Und da gibt es nichts auszusetzen, das ist ja so Standard. Und ich habe mit dem Anhänger schon alles transportiert, angefangen von Sand über Steine, Holz. Oder hier ist ein sehr gutes Beispiel, hier ist ein Stamm drüben. Hier ist das gute Stück, das ist ein Eichenstamm, den habe ich gestern geholt mit dem Anhänger. Der ist ca. 1,80 Meter lang, hat einen ordentlichen Durchmesser. Circa 300 bis 350 Kilogramm schwer und vom Alter her 180 bis 200 Jahre oder darüber hinaus. Daraus wird demnächst eine Figur, die ich mit der Kettensäge schnitze. Und da seht ihr mal, was ich auch damit transportiere. Natürlich immer unter der Berücksichtigung, dass man das alles vorsichtig macht mit einer ordentlichen Ladungssicherung. Verständlicherweise hat auch solch ein Anhänger seine Grenzen. Wenn ich den permanent überlade, sprich ich komme über die 600 Kilo hinaus, dann wird der Verschleiß solch eines Anhängers natürlich extrem sein. Und mitunter kommt er da schon nicht mehr durch die nächste Hauptuntersuchung, weil sich vielleicht irgendwas verzogen hat. Und genau solch ein Beispiel habe ich, das möchte ich euch mal zeigen. Ja, ist das gleiche Modell. Auch wieder von TPV, das ist das Typenschild. Allerdings hatte der Anhänger hier noch ein Stützrad. Und eventuell könnt ihr es sogar sehen, wenn man mal so ein bisschen schräg guckt, von hier der rechten Ecke vorne zu der hinten, hat sich der Hänger komplett verformt. Und der Hänger hier, den hatten sich vor vielen Jahren meine Großeltern gekauft. Allerdings haben diese den ab und zu immer mal an Bekannte und so verborgt. Und dort wurde der Hänger mehrmals überladen. Und da lässt sich dann vermuten, dass durch diese Überladung
von mehr als 630 Kilogramm müssten es sein, sich dieser dann nach und nach verformt hatte. Hier könnt ihr das auch nochmal sehen. Und ohne diese Überladung wäre der Hänger wahrscheinlich nochmal durch die Hauptuntersuchung gekommen und würde jetzt immer noch fahren. So natürlich nicht mehr. Ist dann sozusagen ein Totalschaden. Was wird nun aus dem Hänger? Ihr seht's, der ist leicht erhöht, steht auf dem Podest. Hier unten drunter sind große Baumscheiben. Ja, die Räder sind auch frei. Und daraus wird irgendwann mal noch ein fahrbares Gewächshaus. Ihr habt gesehen, was passieren kann. Daher nutzt den Anhänger immer nur dafür, wofür er auch gebaut wurde. Hier ist es der private Haus- und Gartenbereich. Ich habe damit bisher gute Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, er ist jetzt 3 Jahre lang im Einsatz. Er ist problemlos durch die Hauptuntersuchung gekommen. Wird das wahrscheinlich durch die nächste auch noch. Und ich zeige euch noch mal kurz den anderen Anhänger. Das ist schon ein anderer Bereich, wo man den einsetzen kann. Hier ist das gute Stück. Das ist ein Anhänger von Städle. Der ist aus einem anderen Material, ihr könnt es sehen. Und der hat schon etliche Kilometer und Jahre auf dem Buckel. Und es klingt nicht übertrieben, dass mit diesem Anhänger schon locker 50 bis 60 Tonnen an Grünschnitt und Holz transportiert wurden. Aber das wird nochmal ein separates Video, wenn ihr das wollt. Dann stelle ich den mal einzeln vor. So, von meiner Seite aus war es erstmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, den anderen Anhänger stelle ich euch demnächst auch mal vor, wenn ihr das wollt. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr einen Anhänger im Einsatz habt und von welchem Hersteller. Würde mich sehr interessieren. Bis zum nächsten Mal.